Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Wir sind hier in Folge 50 bei den Stellen und müssen ein geheimes Gespräch belauschen. Leider sind wir auf dem Dach zu weit weg, um das Gespräch zu belauschen. Das ist sehr schade. Und Timo hat einen wunderbaren Plan. Genau, wie schon in der letzten Folge angekündigt, hat Timo einen wunderbaren Plan. Er möchte nämlich hier diesen Typen killen. Den da. Das machen wir, wenn sich die Leute unterhalten. Pass auf. Yes. Und dann ins Haus. Das fast gut. Das Töten wurde nicht gesehen, aber das Tragen. Wieso das? Weil das waren die schon fertig mit ihrem Gespräch? Nee, oder? Geht das gerade rum dann. Oder sieht er dich während des Gesprächs schon? Nee. Ich glaube, ich mache das in zwei Steps, oder? Die Samurai sehen das natürlich auch sofort, ne? Weiß ich nicht, ob die den angucken, aber wahrscheinlich würden sie seine Leiche da liegen sehen. Dann warte ich nochmal ab, die Samurai möchten... Aber doch, das auf jeden Fall nochmal probieren. Das wird klappen. Dieses Geräusch, wenn man das Gespräch belauscht. Ja. So ein ganz komisch verzerrtes. Zack! Nee, der sieht dich während die reden. Sieht er dich. Aber... Ich weiß, was ich machen kann. Du kannst ihn wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was machst du? Ihn einfach liegen lassen? Ja, entweder liegen lassen oder nur ein Stückchen tragen. Ja. Vielleicht so ein Stück an die Hauswand ran. Also nicht an die Hauswand, ja. An diese Zaunabtrennungswand. Weil dann sehen die die Samurai vielleicht einfach nicht. Und er liegt ja weit genug weg, dass die andere Wache ihn nicht sieht. Ja. Boah. Wenn du jetzt X gedrückt hältst, wenn du ihn tötest, hast du ihn dann auch gleich in der Hand? Das kann sein, ja. Also nicht, dass es drauf ankommen würde, aber... Interessiert mich nur gerade von der Mechanik her. Okay. Kann sein, dass es das auch schon ist. Wer weiß. Das wäre richtig stark, wenn das klappen würde. Ein kleines Stück nach links noch mit dem Typen. Geht nicht mehr. Ja, dann lass ihn erstmal liegen. Aber dann werden ihn die Samurai vielleicht sehen. Klettert nochmal hoch. Oder so. Wo auch immer hin. Egal. Die sehen ihn doch, oder? Die sehen ihn nicht. Die sehen ihn nicht. Den kann man einfach so liegen lassen. Wie geil. Bis jetzt. Stimmt. Vielleicht gibt es noch einen Zyklus, bei dem sie ihn dann doch sehen, aber vielleicht sehen sie ihn auch einfach nicht. Das wäre natürlich perfekt. Dann könntest du die einfach, wenn du am Haus lang latschst, belauschen, oder? Kannst du natürlich auch nochmal einmal nach links legen, wenn du willst. Okay, das reicht bestimmt schon. Der zweite war aber viel schneller als der erste. Du meinst, ich soll den einfach liegen lassen? Das geht, ja, ne? Ich denke, du kannst ihn auch einfach liegen lassen. Kannst du jetzt schon zu Ende belauschen vielleicht? So, genau. Jetzt kannst du ja relativ viel schon hören und wenn sie dann ums Haus rumgehen, du kannst ja am Haus lang eine ganze Ecke mitgehen. Das ist ja alles Schatten, oder nicht? Einfach an der Hauswand entlang. Ja, gleich. Sogar am Haus oben lang, guck mal. Jetzt ist es schon fertig. Okay, wir sollen einen sicheren Ort aufsuchen. Frage ist, wo? Kannst du mal gucken im Missionsziel. Es gibt viele, die jetzt mit X markiert sind wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, da, genau. Was, wo denn? Wie soll man denn da hinkommen? Naja, das geht schon, ne? Ach so, das ist hinterm Zaun. Ich dachte, das ist noch vor dem Zaun. Ja, die anderen müssen da. Ja, der mit dem Wasser ist doch ideal da oben. Ja, muss man halt irgendwie wieder runterkommen, ne? Ach so, wie bin ich da hingekommen? Ja, stimmt, Hayato steckt ja fest. Keine Ahnung.
Der steckt da fest, ja. Wieso brauchen die jetzt eigentlich, wieso müssen die sich jetzt treffen, um sich zu besprechen? Das sonst nicht. Können die immer über die ganze Map miteinander kommunizieren, wenn die sich streiten zum Beispiel. Hallo? Guck mal hier hin. Nee, dann sieht er dich. Oder? Nee, dann sieht er dich nicht. Ich habe keine Ahnung. Hast du gespeichert? Ach oh Gott. Au. Wie hast du das gemacht? Müssen wir uns nochmal in der Folgenpause angucken, wie... nein. Ich probiere das nochmal. Du kannst auch einfach erstmal Aiko und Yuki in die Position bringen und dann gucken wir uns das wirklich nochmal an in der Pause. Ah, gute Idee, das machst du dann einfach. Ja. Du schaffst ja eh nur Aiko, ich mach dann Yuki. Ich kann mit Aiko so lange hier schon mal die Leute wegräumen, ne? Ja, stimmt, mit Yuki können wir jetzt auch einfach rumflöten und noch ein bisschen aufräumen. Müssen wir allerdings auch wahrscheinlich gar nicht. Hier kannst du einfach durch den Schatten durch. Ja. Muss genau am Feuerkegel lang gehen. Perfekt. Hallo, Dorfbewohner. Die Zivilisten, na, stell dir vor so. Ich trage mein Holz. Oh, ein Ninja. Naja, nicht so schlimm. Klar. Wo ist der Samurai? War hier nicht einer? Ja, rechts weiter. Eine weiter rechts. Ja, rechts, stimmt. Wie hattest du das denn hier? Hier hattest du das mit dem Stein gemacht. Den musst du also wegflöten. Und nee, keine Ahnung. Was macht man denn jetzt? Du kannst Niespulver auf ihn schmeißen. Ja, ich könnte zum Beispiel einen von denen da hinten mal wegflöten. Mal gucken, was die machen. Die kommen bestimmt zu zweit. Hinterm ja, Karren sehen ich nicht. Wenn du hinterm Karren eine Falle stellst, flötest und dich dann versteckst. Vorsicht, Hühner. Ach ja, oh. Hinterm Karren? Wurden nicht. Da, nee. Siehst du den Karren hier? Ja, aber die sehen das auf jeden Fall, oder? Nein. Doch, die sehen das. Nein. Ich mach das mal anders irgendwie. Nee. Wie sind wir denn da hingekommen nochmal? Du hattest einen Stein geworfen bei dem unten, ach, damit der sich wegdreht und du an ihm vorbeilatschen kannst. So. Was ist jetzt passiert? Ist Hayato tot? Hä? Ah, die haben die Leiche gefunden! Nee, ne? Was? Das ist aber nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Dann musst du doch Hayato wegbringen, tut mir leid. Welchen Spielstand lade ich denn jetzt? Ja, kannst vor einer Minute 16, alles gut. Du musst Hayato wegbringen. Oder ich bring die Leiche weg. Ich bring die Leiche weg. Ich probier das nochmal. Ein bisschen Zeit habe ich noch hier. Ja. Einen Stein kannst du nicht werfen, während du jemanden trägst, okay, oder? Kollegen. Hier ist die Leiche. Wie haben die den denn jetzt entdeckt? Dann muss man hier runter. Du hast eine Minute 16, bis sie dich entdecken. Oder eine Minute 10. Ja, klar. Okay, Kollege, komm schon. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen Stein auch werfen kannst. Okay. Wenn du jetzt einen Stein nämlich hinter den anderen wirfst, dann ist er ja, guckt er ja weg und dann hast du irgendwie 2 Sekunden Zeit, um die Leiche reinzupacken. Ja, jetzt. Fuck. Machst du gleich nochmal, kein Problem. So, jetzt. Oh, sweet. Ja, okay, jetzt hast du mehr als eine Minute, um irgendwen irgendwo hinzubringen. Puh, der Stein hat's mal wieder gerissen. ja, willst du die nächste Folge spielen schon? Du kannst doch gerne Hayato noch wegbringen oder so. Ja, ja, wie das? Keine Ahnung. Na gut. Vielleicht hier lang? Ich glaube, am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn wir Yuki herholen und irgendwie zum Beispiel den, der jetzt gerade seinen Sichtkegel anhat, einfach wegflöten und umnieten. Ja, ich schätze. Dann können wir da, glaube ich, relativ entspannt durchlatschen. Ja. Das würde ich am ehesten machen, weil sonst da jetzt mit Hayato nochmal wieder rauskommen, ist halt... Boah. Ja. Das war bestimmt nur Glück, dass wir das aufs Dach geschafft haben. Ja. Hallo Ninja. Hallo Zivilist. Ich probier das mal. Gucken, was passiert. Die kommen zur Zeit, oder? Okay. Du kannst hinter das Gebüsch gehen, wenn die dich da nicht sehen sollen. Ich weiß allerdings dann immer noch nicht, was du machst, weil die zu zweit sind.
Schafft man es, die in eine Falle zu locken? Einen in die Falle und den anderen in der Hand? Ja. Das wäre halt so ein Ultra-Highskill-Timo-macht-das-Aktions-Ding. Musst du genau vor den Zaun wahrscheinlich die Falle legen. Hier. Na, nicht ins Gebüsch. Doch, ins Gebüsch, glaube ich. Oder? Ah, den sehen sie. Ja, stimmt. Da gehen sie ja nicht rein. Ja, stimmt. So, bis vor das Gebüsch kannst du? Also einen nach rechts noch? So. Okay. Meinst du? Ja. Gut. Und dann, wenn sie ankommen, kannst du ja so ein bisschen außen rum gehen und den einen dann abmurksen. Ja, stimmt. Vielleicht, na, wenn du jetzt verstehst, die haben gar keine Fackeln. Obwohl, es ist dunkel. Die haben gar keine Fackeln. Aber du musst auf der Falle pfeifen, sonst gehen sie ja nicht rauf. Ja. Und dann kannst du so ein bisschen hoffentlich außen rum latschen. Du musst es halt gut timen. Das war ein Ausrufezeichen. Warte mal kurz, kommt jemand? Vielleicht kommt auch gar keiner. Doch. Verdammt. Okay. Aber ungefähr so. Das sah schon gut aus. Soll ich noch einmal probieren? Ja. Okay. Das schaffst du. Ich weiß noch nicht, ob das so die beste Idee ist, aber... Also irgendwie in dem Moment, wo der eine in die Falle rennt. Das war ein bisschen davor noch. Die Gemüsebeetfalle. So. Machen wir hier. Mal speichern. Das mit dem Schatten ist echt nicht so unnütz. Oh Gott. Na! Du kannst einfach Schattenmodus schon töten auf den anderen legen, wenn du weißt, welcher das ist. Wenn du weißt, welcher in die Falle läuft, kannst du Schattenmodus töten schon auf den anderen das legen. Das wollte ich lieber nicht machen, aber ich muss einfach näher an ihm dran sein, glaube ich, oder? Ich noch einmal probiere ich es noch. Okay, mal gucken, welcher in die Falle rennt. Das ist der linke. Ja, perfekt. Das reicht schon. Stört den Zivilisten nicht, ne? Okay, diesmal war es einfach, war ich noch näher dran an denen und dann klappte das auch. Ja. Okay. Haben wir auch gleich das Gemüse ein bisschen gegossen, sozusagen. Ne? Alles klar. Ich denke, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter, wenn Alex uns zeigt, wie wir unsere drei Ninjas an einem Treffpunkt versammeln werden. Gut, das zeige ich euch dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss.